Ja, hallo, ich bin der Martin Hahn. Ich möchte euch heute ein bisschen was zu meinem aktuellen Filmautoprojekt erzählen, zum Super Pursuit Not Hit. Ich habe gestern und heute die vordere Stoßstange endlich fertig gemacht. Bei dem Auto stellt man sich prinzipiell am Anfang die Frage, soll man das Auto möglichst nah an der Serie bauen, wie es 82, 84, 86 herum war, ist jetzt schon fast 40 Jahre her mittlerweile. Oder soll man an dem Auto gewisse Verbesserungen vornehmen, die was halt laut heutigem Stand 2020 angebracht werden. Prinzipiell am Original Super Pursuit Mod Kit muss man sagen, es hat einen gegeben, der hat statisch die Anbauteile ausgefahren gehabt. Dann hat es einen gegeben, da sind die Teile aus- und eingefahren für den Aufnahmen. Beide Autos sind damals im Jänner 1987 verschrottet worden. Da ist eine große Metallbiene gekommen und hat die Autos plattgedruckt. Das ist damals im Vertrag so festgeschrieben gewesen mit Universal Studios und Pontiac, dass die Autos vernichtet werden müssen. Von den verbliebenen 10 Kits, die original in der Serie verwendet worden sind 5 übrig geblieben, 5 sind verschrottet worden, unter anderem eben das Original Super Pursuit Mod Kit. Es gibt weltweit zwei fertige Umbauten, die erwähnenswert sind. Und ein Mensch in den USA baut momentan auch einen Super Pursuit Mod Kit und in Europa bin ich momentan der Einzige, der das Auto nachbaut. Ja, ich habe halt bei meinem Projekt vorgenommen, dass ich gewisse Sachen anders mache, die mir persönlich besser gefallen. Zum Beispiel habe ich an der Schnauze den Scanner dort platziert, wo er original beim Kit war. In der Serie war der Scanner weiter vorne platziert in der Schnauze. Sie haben es modifiziert, weil es anscheinend einfacher zum Umsetzen war. Die haben nur eine gewisse Zeit an Vorbereitung gehabt, um das Auto zu bauen. Bei mir ist Zeit nicht so ausschlaggebend. Ich mache das Auto so, wie es mir gefällt und wie ich glaube, dass es Sinn hat. Ja, die Schnauzen habe ich von einem Anbieter gehabt, von einer Privatperson, habe die in der Mitte auseinandergeschnitten, habe dann die Teile zugemacht, damit sie bündig sind, damit das alles so eine Geschichte hat. Und ja. Das ist das Teil, was jetzt noch nicht fertig ist. Teil, was als nächstes am Super Pursuit Mod Kit drankommen, das sind die vorderen Kotflügel. Da habe ich jetzt schon die Ausschnitte vorne gemacht für die ausfahrbaren Teile an die Kotflügel vorne. Das schweiße jetzt dann zu die Wochen und mache dann die hinteren Teile an die Kotflügel. Schauen wir uns kurz das Projektauto an, was ich nehme für den Super Pursuit Mod. Das ist ein 1983er Pontiac Trans Am. Hat original einen 5 Liter V8-Innen gehabt mit 175 PS Crossfire Injection. Der Motor hat mir nicht taugt, jetzt habe ich einen LS1 Motor eingegeben von einem 99er Pontiac Trans Am. Der LS1 Motor ist ursprünglich für die Corvette C5 entwickelt worden und hat in der Corvette 360 PS. Bei dem Auto habe ich nicht das Original Automatikgetriebe genommen, sondern habe ein 6-Gang-Schaltgetriebe eingebaut. Weil ich mir als Zugnummer habe, der Super Pursuit Mod Kit ist die schnellste Version gewesen vom Kit. Soll nicht einfach nur schnell ausschauen, sondern soll ihn echt einfach auch ein bisschen Leistung haben. Wenn man vielleicht einmal auf einer Veranstaltung ist und auf einem abgesperrten Areal eine Runde fahren will, damit das auch ein bisschen was hermacht. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch haben meine Fortschritte gefallen. Wenn es wieder was zum Berichten gibt, stelle ich wieder ein Video online. Danke, ciao.